Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Agarest. In der heutigen Folge wollte ich einfach mal das Event weitermachen und außerdem wollte ich, wenn ich mich nicht irre, die Bücher kaufen. Und zwar, was kaufe ich denn? Das sind so viele. Und die kosten teilweise so viel. Secret Arts, Essential Arts. Ja, ich kann ja einfach mal ein paar kaufen und schauen. Ich weiß gar nicht. Ich weiß noch nicht mal, was drin steht, aber. Aber egal. Wir sind es dann. Gott. Kann ich mit meinem Geld überhaupt hin? Ja, warum nicht das DLC-Geld mal sinnvoll investieren? Was habe ich noch? 8000. Aber ich habe alle gekauft. Okay. Gut. Schauen wir es uns doch gleich mal an. Würde ich sagen. Item. Tool. Uiuiui, was zum Teufel? Was ist das? Vielleicht irgendwie zum Waffenbauen oder sowas in die Richtung? Oh, haben wir viele Sachen. Alle durch die DLCs. Und ein paar gefunden, natürlich. Nicht nur DLCs. 11 Poison Needles, die haben wir von den Wespen bekommen. Essential Arts. Reading it will help you. Learn new skills. Und wo mache ich das? Ach so, da kann ich die Dinger benutzen. Aber da war nichts mit Lesen. Keine Ahnung. Essential Arts 1. Details. Durchswitchen, cancel. Toll. Super. Und bei Use sind sie nicht dabei. Nochmal super. Das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Das sind nur die Stati. Egal. Entsprechend sind wir jetzt bei Inicio. Ich habe mich schon das letzte Mal gefragt, wie man das ausspricht. Inicio Great Plains. Und da sich mein Team nicht geändert hat und ich glaube, ich alles angepasst habe, fange ich einfach mal an. Mit dem kleinen Encounter hier. Drei Wespen, zwei Wölfe. Ja, mach ich. Dann kann der auf den Stärke-Plus gehen. Dann kann sie hier hingehen? Kann die hier hingehen? Und kann er hier hingehen? Dann habe ich alle. Okay. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich es mir denke. Attack! Und wer beginnt? Bestimmt eine Wespe? Nein. Wenn ich jetzt auf Esoterika gehe, sind alle da. Scheiße. ich weiß nicht. Hier kann ich alle noch nicht. Rapid Stream habe ich irgendwann rausgefunden. Irregular Step habe ich auch irgendwann rausgefunden. Hätte ich bei allen mal auf Details gehen müssen oder was? Das kann ich ja nächstes Mal machen. Okay, also wie war das Rapid Move und Blast war Rapid Stream. Die hatte doch auch irgendwas. Ich hab's mir doch gerade gelesen. Hab's schon wieder vergessen. Impuls und irgendwas geht bestimmt auch. Trick Hit vielleicht. Impuls und Trick Hit. Sonic Wave. Eigentlich brauche ich gar nicht so viel. Ich glaube,
Ach, ich probiere es einfach mal so und schau, was passiert. Rapid Stream dürfte eh alle treffen. Und töten. Ne, zwei trifft. Nur zwei, ja. Okay. Wer stirbt? Zwei. Cricket. Zwei. Eugene. Schauen wir nochmal. Rush und Cricket. Okay. Und zweimal Double Edge. Das mache ich doch gleich. Quadruple Attack. Sieht hübsch aus, aber so viel Schaden macht es jetzt nicht. Aber was beschwere ich mich? Die Bücher haben uns einfach verdammt viel Vorteil gegeben. Du triffst eh nichts. Hast vergessen. Und du hast keine AP mehr. Kann man also auch vergessen. Du kannst eh nichts. Wie ist das? Denk nicht mal dran. Ich mach wieder zwei Teams. Also so. Und so. Und Nime geht hier hin. Und du gehst nicht ins Strength Down, bitte. Ich glaube, gegen den Wolf. Es ist notwendiger, dass wir solche Leute haben. Es geht aber nicht. Ach, bleib einfach stehen. Wird schon werden. Action. Wer beginnt? Der Wolf. War ja klar, dass ein Wolf Feuer speien kann. Macht Sinn. Oder nicht speien, aber egal. Ah ja, noch ein Rush-Attack. Thunderspike! Ach. Völlig egal. Viel zu viel Leben dafür. Aber jetzt kann ich mal eine von den neuen Fähigkeiten benutzen. Die andere. Rush und Trick Hit. Trick Hit und du hast. Verdammt. Verdammt. Egal, ich will dich jetzt sehen. Ach so. Du kannst keine zwei Attacken benutzen. Egal, machen wir so. Wenn es schlägt. Moment, die habe ich doch schon mal gesehen. In irgendeinem Bosskampf. Overkill. Seek hat Overkill Hornet. Oh, es sieht gar nicht schlecht aus. Nicht. Es sieht doch schlecht aus. Shit. Ja, in Ruhe. Wo muss ich denn hin? Wenn ich mich hier hinstelle, reicht's nicht. Und wenn er einfach stehen bleibt? Ach, ich weiß nicht. Machen wir's so. Neue Aufstellung. Wo ist deine Extended Range? Hier ist deine Extended Range. Und hier ist deine Extended Range. Und ich habe recht viele Möglichkeiten. Aber ich möchte nicht zwangsläufig ins Strength Down geraten. Also gehe ich davor. Auch wenn es ein paar AP kostet. Naja.
Passt schon so. Zeit für ein Overkill. Wer beginnt? Du. Oh ja. Wieso nicht? super, über, overkill. Was war das? Trick Hit? Regular Step. Double Edge. Und Broken Hit. Und dann noch Impuls und... Ein Sonic Wave. Warum nicht? Nur noch Power Attack und Impuls. Und los! Das muss ein Overkill sein. Das ist ja jetzt schon Overkill. Los! Howling Storm! Ja, Overkill. Insane Saw Slash! Gäb's Doppel-Overkill, hätte ich jetzt einen Doppel-Overkill. Irregular Step! Wow. Der war aber nie so über bisher. Liegt es daran, dass es Break war oder daran, dass ich ihn schon häufiger benutzt habe? Ja, das ist auch neu. Das habe ich schon das letzte Mal gemerkt, dass das dazugekommen ist. Habe ich die irgendwie versehentlich verbessert? Jetzt Pulse. Und Sonic Wave. Und Power Attack. Und dann nochmal Impuls. Was hier überspringen. Silver Ore. Beastly Amulet. Ein Drang? B. Och, B, komm schon. Ja, schon mal Doppel S bekommen können oder sowas. Oder auch nicht. Egal. Event. Speichern wir mal vorher. Okay. Metal Street. ジーク、可憐な美少女プラス1がモンスターに囲まれている。その呼び方はどうにかならないのか。そんなことはどうでもいいの。ほら、助けてあげるのが人の道でしょ。美少女だし。お主、何か禄でもないことを考えておらんか。理由はどうあれ、その意見には賛成よ。行きましょう。 待て。あの人は。やれやれ。この数相手に引かぬか。少々鬼水球を据えてやるとするか。助けて。お兄ちゃんが殺されちゃう。助けてください。すぐ片付ける。それまでの辛抱だ。 Natürlich musste Eugene wieder irgendwelche dummen Sprüche bringen. Wie immer. Schauen wir mal, ob ich mittlerweile ein anderes Feld habe. Nö. Das macht nichts. Die Aufstellung habe ich schon mal eingestellt, die passt. Und ich glaube, ich habe keine neuen Leute. Nee, die sind nicht da. Equip. Ich meine, da ich nicht überschwert ausrüsten möchte, wobei das ist mittlerweile gar nicht mehr so fern von unserer Stärke. Habe ich gerade den Faden verloren? Egal. Zeit für ein
Duell. Ein Duell, 3 gegen 5. Surprise Fight. Das hatten wir schon mal. Ach so, ja, genau. Da sind wir überall, nur nicht, wo es sinnvoll ist. Ah, der hat aber interessante... Wie soll ich sagen? Einen interessanten Kreis. Der ist, also nicht Kreis, aber... Ja. Ist direkt neben ihm. Nee, dann bleibt doch einfach mal so stehen. Eugene, wo ist denn die Extended Range von Mimel? Hier. Dann machen wir es so. Tja, und du bist wegen am Arsch. Nee, bist du nicht. Ja, schau nach unten. Dann haben wir eine relativ sinnvolle Aufstellung. Wer fängt an? Wer ist schnell? Oh, die Wölfe sind schnell. Oh, oh, die schlagen hier richtig hart zu. Ah, oh, die schlagen ja richtig hart zu. Okay. Ich hab's unterschätzt. Ich hab's so hart unterschätzt. Scheiße. Ah, okay. Du kommst nicht bis dahin, ne? Dann schauen wir, dass wir einen kaputt machen können. Ach so, und hier wegen den Moves. Ich glaube, das Break Value ist, wird nicht mit der Anzahl der Hits multipliziert. Get Sonic Wave. Quatsch. Double Edge und Power Attack aus. Wie war das jetzt? X? Ja, genau. Hat 123 Break, das ist aber eigentlich ziemlich scheiße. Quadruple Strike hat 250. Das nehme ich. Und dann noch Rapid Move hinterher. Ach, oder ich behalte mir wegen PP übrig? Zum Wiederbeleben? Nee. Das darf Eugene machen. Oh, du bist schon tot. Ach, nochmal Overkill. Overkill ist okay. Oh. Man kann maximal. Ach. Man kann maximal 20 haben. Autsch. Autsch. Autsch! Bitte nicht nochmal. Okay. Fang an mit Fragment of Life. Ja, skip. Jetzt hast du nichts mehr an OP. Eins. Standby. Standby. Wobei. Heil! So, Eugene ist wieder voll, dann heilst du dich jetzt selbst. Ja, ist okay. Sie hat noch 16. Ach so, ja klar, ich hab's ja gerade wiederbelebt. Die haben alle keinen PP mehr. Also, die Standardwerte 181. Ist gut zum Breaken. Dann kann ich keine Skills mehr benutzen. Hat irgendjemand Attack? 15. Oh, das machen. Wenn ich das Schlachtfeld neu verteilen. Oh, ein Miss. Okay. Egal. Schwierig. Wenn ich das einfach mal da stehen lasse, kann ich mir ja die Felder neu anschauen. Ist auch nicht besser.
kannst dich auch nicht gescheit hinstellen. Ah ja, ist besser als nichts. Ach, der steht schon richtig. Hoffentlich stirbt jetzt noch nicht, noch. Hoffentlich stirbt jetzt nicht noch einmal Mime. Double Edge. Okay, der hat viel Leben. Shadow Attack. Vielleicht den mehr Schaden. Es geht, es geht. Nochmal? Okay. Sie kann nicht heilen, aber der Wolf ist vorher dran, scheiße. Und die ist auch vorher dran. Ah, er muss sterben. Er muss sterben. Oh, er kann sein Special Skill benutzen. Wann ist er dran? Dauert noch länger. Dann. Rapid Move. Und Black Mist, vielleicht ergibt es ja was. Ich muss mir immer noch die Dinger anschauen. Es kostet 18, also kann ich jetzt nichts machen. Was macht denn. 156 Break ist irgendwie wenig. 181 Break ist besser. Schauen wir mal. Impuls. Bisschen Break. Viel Schaden macht's nicht. Nicht genug Schaden. Nicht genug Schaden. Black Mist. Ganz schlecht. Ganz schlecht. So, jetzt töte ihn. Ja, schön. Sieghart, du bist meine größte Hoffnung. Dummerweise kann halt niemand einen Angriff machen. Oh doch, er. Das war's. Oh, das ist okay. Gatling Spikes. Gatling Spike. Ich verstehe. Nein, ganz knapp am Overkill vorbei. Aber besser als zu sterben. Ja, nee. Toll. Du stehst hin, kannst gar nichts machen. Aber du. Einmal hier. Ah, verdammt. Ich kann nur einmal heilen. Heil sie! Okay. Und Item kosten noch mehr? Nee, kostet genauso viel. Gut, neu aufstellen bitte. Okay. Ist das in Ordnung? Eugene. Okay, du bist erst dran. Der Gegner ist sogar als letztes dran. Oh ja. Was mache ich? Oh Gott. Rush? Nee. Was war das? Blast und Rapid Move ist Rapid Stream. Konnte ich Rush auch mit irgendwas kombinieren? Trick Hit? Ach, kann ich nicht machen. Wieso? Hm. Na gut. Power Attack und Double Edge. Double Edge und Power Attack. Power Attack. Sonic Wave. Und Black Mist von mir aus. Du bist sowas von tot. Rapid Stream! Ja, ist jetzt schon tot. Hm, passiert eh nichts. Dann Broken Hit, ja, kennen wir schon. Überspringen. Broken Hit kennt man schon überspringen. Sonic Wave kennt man schon überspringen. Die Kämpfe ziehen sich sonst ziemlich lang.
Alice Overkilled Imp and God Silver Ore. Awesome. Und wir haben Punkte bekommen. Und Level-Ups bekommen. Und jeder hat ein Level. Puh. Was war das nächste, was ich machen wollte? Ach ja. Ich wollte Agility, glaube ich, hochmachen. Einfach so, weil ich es kann. Und bei dir wollte ich das hier hochmachen und hier so weit gehen, wie ich kann. Strength und Vitality. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, aber... Es hat so in dem Moment, dachte ich mir, dass das irgendwie passt. Eugene, was machst du? Na, tot sie wegen Stärke. Und du mit der Sense. Schwierig. Wenn ich genaueres über die Charakter wüsste, könnte ich sagen, ich mache jetzt garantiert das und ich mache es garantiert das, aber das ist leider nicht der Fall. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Sense klingt nach Agility. Und du bist eine Magierin, aber reinblütig. Ist in Ordnung. Hammers? Hammers. Cutscene. みなさまのおかげで助かりました。ありがとうございます。君も大丈夫だった。怪我はない。ありがとうございます。こちらこそ。君のような可憐な美少女に悲しい思いをさせずに済んで安心したよ。あ、お兄さんの名前はユージェンね。 君の名前は何て言うのかな? あれ? お主の邪気を感じたのだろう。悟い娘だ。すみません。人見知りが過ぎる子で。あ、申し遅れました。私はカルビナ。こちらはルーティーです。先ほどのモンスターですが、俺には、あなたを狙っているように見えたのですが。 何か心当たりは？それは。お兄ちゃん。大丈夫だよ、ルーティエ。不器用なんだから包帯を取らないで。自分で巻き直せないでしょ。もしかしてあなた、オネルテス？ええ。先ほどのモンスターは 私の第三の目の魔力に引き寄せられてきたのでしょう。最近は急激にその数が減っていると聞くわ。もしかしてさっきみたいなのか？はい、そればかりか。近年この瞳を狙って私たちを襲う者がいるのです。彼女にはその瞳はないようですが、この子は人間ですから。ですがこの子にも先見の力が 各地を転々としているんです。すみません、個人的な事情に立ち入ってしまって。いいえ、構いませんよ。お兄ちゃん、この人たちなの？俺たちが何か占いでスルスの泉に行った方がいいと出て、それとあなたとそちらの方が出てきました。 俺とミーメルは？それが何を意味するのかまだ分かりません。でもこんなにはっきり見えたのは初めてで気になって。あなたも私たちと出会うことを予知したの？お恥ずかしながら私はあまり力が強くないようです。先見としてはルーティエの方が優秀でしょう。 わかった。運命の出会いってやつだな。行き先も同じみたいだしな。あなた方もスルスの泉へ。スルスの泉はよく存じております。
よろしければご同行させていただけませんか。占いの件も気になりますし、私たちの力は、特に妹の力は、何かお役に立てると思うのですが。それはありがたい。ではお願いします。これからよろしく、ルーティエ。よろしくな。あらあら、怖がらせちゃったみたいね。大丈夫だよ。なりはこんなだけど、取ってくやしないから。ところでルーティーちゃん、その占いに俺は出てこなかったの？俺は。残念でした。あなたとは運命がつながってないみたいね。Spannend, spannend. Vitelle. Vitalfield. Wir haben neue Reisegefährten bekommen. Zwei Leute, die in die Zukunft sehen können. Könnte praktisch sein. Wohin geht's als nächstes? Okay. Weit weg. Definitiv weit weg. Zu einem See. Weiter geht's das nächste Mal in Inisio Plains. Das Team und die Bücher schaue ich mir in der nächsten Folge an. Wir sind schon wieder relativ weit über der Zeit. Ich hoffe, die heutige Episode hat euch, wie hoffentlich immer, wie hoffentlich jede Episode, Spaß gemacht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Agarist. Bis dahin. Ciao, ciao.